lege mich nur ein bisschen ab, weil ich auch gleich schlaf gehe. Immer dieses automatische Haare machen. Ja, oh, hier, Klimaanlage, sehr schön. Ja, heute war der sechste Tag. Ich komme schon langsam durcheinander, dabei ist der sechste Tag noch nichts. Ihr glaubt nicht, wie schnell für mich oder wie langsam die Zeit für mich hier vergeht. Das ist unglaublich. Man erlebt jeden Tag so viele neue Eindrücke, obwohl es auch nicht so viel ist. Also ist ja jetzt nicht, dass ich jetzt hier von Abenteuer zu Abenteuer hopse oder von Sightseeing zu Sightseeing. Dabei habe ich die größten, also hier gerade in Rio de Janeiro, noch gar nicht gesehen. Zum Beispiel die Christstatue und Sugar Love, ja. Das heißt so eine Art Aussichtsplattform, bla bla bla. Ja, was ist heute passiert? Morgen sehr früh aufgestanden, um 7 oder so, 7, halb 8. Das Frühstück habe ich ja gepostet. Oh, aua! Au! Vermittelnd. Hi, Facebook, Tollquatsch. Das Frühstück habe ich ja gepostet. Weiß nicht, super viel. Auswahl, Käse, Schinken, bla bla bla. Und ein süßes Zeug zum Trinken. Boah, war etwas komisch. Und heute stand ja dann so eine Altstadttour an. Das heißt, wir haben uns da irgendwo getroffen. Und dann gab es ja jemanden hier von Couchsurfing, der halt ein bisschen was dazu erzählt hat. Und ja, das war sehr cool, konnte man viel mitnehmen. Und ja, das war's auch. Eine Deutsche habe ich da kennengelernt, mit der ich relativ viel gequatscht. Und die zwei Polinnen, die mich sowieso schon angeschrieben hatten, ob wir mal irgendwie zusammen reisen oder sowas. War voll lustig mit denen. Aber ich glaube, das passt nicht ganz so gerade in meinen Zeitplan rein, weil ich habe das Hostel ja schon gebucht bis morgen. Also auch noch die Nacht morgen heute. Ist die zweite Nacht hier im Hostel. Heute bin ich aber auch schon viel, viel glücklicher, weil A, muss ich nicht mehr unten schlafen und B, bin ich hier ganz alleine. Ich überlege, ob ich kurzfristig dann mal hier das rumzeige, also mache ich dann mal. Das ist schon cooler hier. Genau, aber nochmal zurück zu dem Tag. Der war gut, also wir haben viel gesehen von der Altstadt, echt eine schöne, also es gibt keine richtige Altstadt von Rio de Janeiro. Da wird mal ein neues Haus gebaut, neben einem alten, da steht eine alte Kirche, die wird modernisiert oder da wird ein neuer Teil rangebaut. Alles super gemixt, also es gibt nicht so richtig, wo man sagen kann, ja, hier, das war mal der Urgrund. Nur, dass extrem viel durch Landgewinnung gemacht wird, also das heißt, das Meer wird zurückgedrängt, um halt Platz zu schaffen für neu gebauten. Und so ein ganzes Zeug halt. Ja, was war denn noch? Ja, danach bin ich direkt Heme in Anführungsstrichen Hostel, hat auch alles voll gut geklappt. Und danach habe ich ungefähr nochmal 3-4 Stunden Internet-Session gemacht, und zwar nochmal Couchsurfing geguckt für die nächsten Tage. Habe ich auch gleich ich habe 40 Anfragen gestellt. Rio de Janeiro ist es schon relativ, habe ich schon mal gesagt, ist es halt einfach teuer. Also auch eine Hostelnacht für 15 Euro, wenn man die jetzt mal auf 3-4 Tage rechnet, ne, das ist schon ordentlich was. Und selbst wenn ich mit einem Monat 1000 Euro rechnet habe, das heißt pro Tag habe ich 33 Euro zur Verfügung. So, vom Hostel geht es jetzt mal weg, 15 Euro, so, dann hast du jetzt noch, sagen wir mal, gut 15 Euro. So, davon ging heute zum Beispiel wieder drauf, 5 Euro für, 10 Euro für Transportmittel, also U-Bahn, da kann man Karte aufladen, 5-6 Euro für die SIM-Karte aufladen, weil die schon abtelefoniert wurde von Christina, und, das sind dann schon 16 Euro. So, nun. Dann habe ich noch was zu trinken gekauft und tagsüber ein richtig leckeres Essen gehabt für ungefähr 6 Euro. Aber dafür war das so richtig gut. Also da lohnt sich das Geld. Ich will nicht hungern, obwohl ich ehrlich sagen muss, ich habe jetzt auch schon wieder Hunger. Und ich habe mir jetzt nichts gekauft. Naja, ich warte zum Frühstück. Aber ist wahrscheinlich auch dieses brasilianische ein bisschen abnehmen, ein bisschen Muskeln und da sogar am Strand schon Übungen gemacht. Oh Gott, oh Gott. Naja, egal.
Ich glaube, das Video geht schon wieder ein bisschen lang, deswegen ziehe ich jetzt mal ein bisschen an. Ich habe auch noch ein bisschen nach Bolivien geguckt, was ich da machen will. Weil das, was mir jetzt hier am Anfang nicht gefallen hat, ist, ich mache noch zu wenig. Also ich mache noch zu wenig außerhalb von Rio. Also ich bin total entspannt, cool drauf, mal einen Tag am Strand, keine Hektik. Aber ich würde dann doch schon mehr auch nochmal von der Umgebung sehen. Ich will jetzt nicht jedes Land abklappern und da in der Hauptstadt sein. Das will ich auch nicht. Aber ich will jetzt auch nur nicht in der Natur rumlungern und bla, und das wäre ja auch nicht. Also ich will einfach was von der Kultur mitnehmen und das ist mir ganz wichtig. Und morgen treffe ich mich mit einem Mädel in der Altstadt, also Lapa nennt sich das. Und dann gehen wir dann Salsa tanzen und was trinken. Ist auch eine Couchsurferin. Und sonst habe ich ein cooles Angebot bekommen von einem Couchsurfer in Rio, der wohnt auf einer Insel. Mal sehen. Gut, ansonsten, soweit gibt es jetzt nicht weiter. Das war's für heute. Ich zeige euch jetzt noch einmal rum. Und Hauptsache, ich verliere nicht schon wieder hier meine ganzen Klamotten. So. Ja, also, so sieht die Decke aus. Da ist die Tür. Und so, da schläft jemand. Diese Teile hier, das sind so eine Art Gummimatratzen, finde ich ganz gut. Also finde ich angenehm, darauf zu schlafen, obwohl ich letzte Nacht auch nicht schlafen konnte. Ja, da ist ein Fenster und das ist immer offen, also schon komisch, aber vielleicht zieht es dann wenigstens durch. Ja, da unten, das ist schon relativ klein, muss man sagen. Das sieht jetzt vielleicht groß aus, aber das ist ein Meter. So, ja, und hier, wenn man da jetzt runter guckt, da habe ich mein Zeug abgeladen. Ich springe mal schnell auf das andere hoch. Bettdecke verfangen. So. So sieht das denn halt bei mir aus, ne? Klimaanlage. Finde ich auch angenehm, da zu schlafen, weil dann kommt da von der Klimaanlage kalte Luft. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Aber ich glaube, das hält sich alles noch in Grenzen. Da unten habe ich mich jetzt mal aufgebaut. Habe ein bisschen noch was reingepackt. Und ja, Leute. Das war's von heute. Ich hoffe mal, die nächsten Videos werde ich auch ein bisschen mehr am Tag, tagsüber machen. Habe ich ja gestern schon mal erzählt. Aber das klappt halt nicht immer. Und ja, wir hören uns dann wieder voneinander. Aufi daufi. Tschüss.